Willkommen, Freunde, zu einer Runde Metro Exodus. Wie geil ist das denn? Wir haben es endlich bei Steam käuflich erworben und können jetzt loslegen und dieses geile, geile Spiel zocken. Jawohl. So, auf geht's. Ab in den Untergrund. Ja, mal schön den Gullideckel auf da. Ein Fuß vor den anderen. Klar, Tasche muss mit. Und dann kann's nach unten gehen. Oh, bloß nicht ausrutschen. Aber ich sage mal, alles, was vorbestimmt ist, was zu dem Intro gehört, was wir selber nicht beeinflussen können, ist ja soweit in Ordnung. So, was haben wir denn für eine schöne Krempe hier? Können wir mal nachladen? Okay, wir haben gar nicht so viel Schuss. Taschenlampe F. Jawohl. Tür geht auf. Oh. Auf jeden Fall irgendwelche Viecher dahinter. So. Ich glaube, wir gucken mal, dass wir hier irgendwie so schnell wie möglich einen Ausweg finden. Ja, hier geht's weiter. Okay, super. Ah, wir haben Munition gefunden. Wie geil ist das denn? Das war aber auch bitter nötig. So. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, Spinnen. Ich glaube mit L, genau, mit L kann man das Feuerzeug anmachen. Und kann die Spinnen beseitigen. Zumindest die Spinnenwebe. Ach, da war wieder. So. Super. Was uns das jetzt groß bringt, weiß ich auch nicht. Aber. So, nachgeladen haben wir die Waffe. Also, jetzt mal wieder nach vorne. Da geht's nicht weiter. Von da kommen wir. Okay, müssen wir hier lang. Okay. Können wir die Türen auch schließen irgendwie? Alter Schwede. Boah, da haben wir aber Glück gehabt. Der ging aber ab, mein lieber Gesangsverein. Wo kommen die denn auf einmal her? Und wieder einer. Sind ja flink unterwegs hier. Oh, ist die Frage, wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang?
Irgendwer klopft da. Bleibt uns nur noch der Weg hier lang. Na, kletter schon hoch. Wo will er da nicht rein? Oder kann das sein, weil wir von da kommen? Ja, von da kommen wir auch. Naja, ganz toll. Ich hab's wieder drauf, Freunde. Das gibt's doch gar nicht. So. Kannst ja irgendwie nur hier weitergehen. Das sieht doch gut aus. Den Weg schon wieder nicht. Was ist da los? Von da komme ich. Und ich muss irgendwo hin. Also was mir aufgefallen ist bei dem Spiel, dass die Gänge teilweise ein bisschen unübersichtlich sind. Also du hast irgendwo eine kleine schmale Tür, die ist dann auf einmal auf und da kannst du dann rein. Aber vorher siehst du erstmal gar nichts. So, das ist so mehr Zufall, dass man so eine Tür entdeckt. Finde ich, also ist jetzt so meine Meinung. Das Game ist ja geil, aber. Ihr seht ja hier, ich sehe den Wald vor lauter Eisenbahn nicht. So. Hier ist die Bahn. So. Hier ist ein Gerät, was wir abspielen können. Hier können wir nichts einsammeln, hier können wir auch nicht hin. So. Hier kann ich nichts öffnen. So, und von da kommen wir ja, oder nicht? Ich glaube, ich muss mich hier nochmal ein bisschen eingrooven. Geht's irgendwie auch nicht weiter? Von da kommen wir. Hier kommen wir nicht rein, weil da Fässer liegen. Hier geht's auch nicht links rein. Also ich hoffe ja, dass das hier nur ein einmaliges Vorkommnis ist. So, hier können wir rein. Ah, das ist das, was ich meine. Ist so alles so ein bisschen unübersichtlich. Okay, das haben wir. Ja. Ach du Scheiße. Dann gucken wir mal, dass wir hier erstmal wegkommen. Ja.
Jawohl, wir sind... Hier ist eine Tür zum Verschließen, zum Öffnen und zum Verschließen. Ach du Scheiße. Das war auf jeden Fall der richtige Weg, da abzuhauen und wegzulaufen. Oh, jetzt kommen die aus allen Richtungen. Mann. Ah, Hilfe naht, sehr geil. Sind aber auch üble Bestien, die Viecher. So, das war ja mal ein harter Einstieg, bis wir den Weg gefunden haben. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht nochmal. Kann natürlich sein, ich habe hier meine Elgato Keylights an. Vielleicht muss ich mal Monitor mal abschirmen. Weil immer, wenn es so dunkel ist, erkenne ich manche Dinge irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Tja, wer weiß das schon. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu doof. Das heißt hier wir, ich... Ja, auf jeden Fall wurden wir jetzt gerettet. Das ist schon mal sehr gut. Und ich scheine auch noch zu leben. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute! Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Spartanerblut ist gut. Das hätte ich vorher, glaube ich, gebraucht. Dann hätte ich mit dem Bestien ein bisschen besser getanzen können. Oh, wer ist das denn? Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Ach, das ist eine Freundin oder Frau. Von der Oberfläche zurückkehrst. Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst. Hallo, Alex. Da bist du ja, Sturmrock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann... besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber... die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Hm.
Na, ich würde sogar sagen, das ist eine moralische Grauzone. Einerseits haben wir die Metropole, die wir hier verteidigen sollen. Und andererseits sucht er natürlich nach neuen Ergebnissen oder neuen Erkenntnissen, um zu gucken, ob es noch andere gibt da draußen. Ich meine, das kann ja später auch mal helfen. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Artyom. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Ja, auf jeden Fall freuen sich alle noch, dass ich wiederkomme. Und hier ist auch Fat Party. Nur das ist so eine schöne Metropole hier. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal. Halte durch, Atjom. Ja, das war doch mal geil. Wenn man verwundet wiederkommt. Oh, eine Woche später. Ah, er kann es nicht lassen, also er sucht weiterhin. Okay, aber wenn man an irgendwas fest glaubt, warum nicht? Wieder nichts. Atjom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Krass, sie hat ihn sogar unterstützt bei seinem Außeneinsatz. Weißt du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben. Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Atjom, weil sie tot ist. Krass, letzte Woche hat sie noch gesagt, sie möchte nicht, dass ich da draußen bin. Oder dass ich es nochmal versuche. No. Jetzt unterstützt sie mich, das ist doch gut. Bewegung. Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Na, da hat sie recht. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag denn der Rest der Welt aussehen? Ja, jetzt schlängeln wir uns hier mal durch. Keine Chance, dass hier oben irgendwas anderes als die Monster lebt. Hör mal, vielleicht sollte ich bis zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polizei. Ich bin ganz froh, dass sie vorwegläuft, weil ich würde mich hier wahrscheinlich wieder nicht orientieren können. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Ja, aber wenn man das so hört, was sie erzählt, träumt sie ja selber davon. Vorsicht! Zumindest hat es gehalten. Weil sie hat auf jeden Fall Bock auf ein normales Leben. Wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Oh, was war das denn? Ach du Scheiße. Los, ab. Jo, reloaden. Alles klar bei dir? Jo. Mensch, die schießt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Vermutlich haben sie gehört, wie wir vom Dach herunterkamen und dann beschlossen, uns anzugreifen. Die Mistviecher werden immer schlauer. Naja, das stimmt. Lass uns einen Gang zulegen. Die ganze Gegend weiß jetzt, dass wir hier sind. So, Filter gewechselt. Naja, ob das so schlau ist, hier draußen rumzulaufen? So, Filter wechseln. Ja, schon krass. Das muss so stark verstrahlt sein, dass es ständig im Filter wechselt. Hast du das gehört? Ein Rudel? Oh oh. Das hat gerade noch gefehlt.
das ist sehr heftig. Bin ja vorhin mit nicht vielen, sag ich mal, zurechtgekommen. Oh Gott. Also, anders gesagt, die paar Viecher, die mich da vorhin platt gemacht haben. Mensch, also meine Frau ist auf jeden Fall eindeutig besser als ich. Tja. Ist die Zone deshalb verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? Ich hoffe, das war's jetzt hier. So. Komm ich hier hoch? Nee. Hilf mir, da hochzukommen. Ah, ich muss Räuberleiter machen, na gerne doch. Scheiße. Scheint aber auch ziemlich glatt zu sein. Komm schon hoch. Schlechter Zeitpunkt, da hochzuklettern. Ich hab dich. Oh, da fährt eine Eisenbahn. Was geht denn da ab? Ich sage bewusst Eisenbahn, weil die läuft um Kohle. Heftig. Krass, wo fährt der denn hin? Aber dann scheint ja die Theorie von ihm zu stimmen. Weil er gesagt hat, er glaubt, dass da draußen noch welche sind. Ah, okay, das ist gut. Wir werden gerettet. Ja, prima. Alter, was war das denn? Warum hat er mir denn jetzt eine gegeben? Irgendwie scheinen die da Scheiße zu bauen. Das ist ja krass, weil sie meinte doch. Heftig. Sie hat auch noch gesagt, das sind Leute von uns. Artyom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Okay. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch abreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Die Hanse? Finde ich, hört sich so nach Handel an. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Artyom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Tja, Tjon hat's drauf. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen sie schon klar. Nur mal aufpassen, vielleicht können wir den ja überwältigen. Jo! Scheiße. Scheiße. Alter, heftig. Ich hoffe, ich überlebe das. So ein Scheiß. Ich wurde von zwei Leuten angeschossen. Ach ja, wir brauchen eine Maske.
super. Wir können wieder atmen. Ja, toll, aber wenn jetzt die Bestien kommen, haben wir keine Waffe. Das kann ja was werden. Und hinten knabbern schon die Raben rum. Was auch immer das ist. Ich vermute mal, es sind Raben. Okay, das scheint ein Filter zu sein, den er gefunden hat. Ach, Medipack war das. Alles klar. So, geh sauber wischen. Machen wir doch mal. Scheiße, ey. Ich hab echt Schiss, wenn jetzt die Viecher kommen. Dann war's das. Ja, was ich manchmal ein bisschen vermisse, dass ich dann die Türen und Tore hinter mir zumachen kann, weil wenn jetzt so ein Vieh reinkrabbelt, dann war's das. Ach du Scheiße. Hat denn hier keiner irgendwie eine Waffe oder so von denen, die ich mal aufheben kann? An einem solchen Ort bei Wachschieben getötet. Die verdammten Elefanten sind durchgebrochen. Das klingt nicht nach einer Karriere aus. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schieß. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich hier nicht erwischt werde. So, wo sind die Wachen denn? Ich glaube, die sind in diese Richtung. Wir gehen mal in die Richtung. Die Drehscheibe wird aktiviert. Oha. Rechts ist ein Gitter. Gehen wir mal hier lang. Ah, da oben ist einer. Das hätte ja so ein bisschen was, dass man sich verstecken muss hier. Wie so ein Schleichgame oder so. Gehen ja mit den Menschen um, das ist echt übel. Wenn sich mal überlegt, das sind die letzten Überlebenden und selbst da bilden sich nur Menschengruppen, die irgendwie andere ausbeuten. Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere. Alter, krass. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da. Ein Mutant? Ein Telepath? Nee, ich bin Mensch. Ein Mensch? Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen. Also gut. Ich werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ja. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen. Da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte! Du bleibst besser im Schatten. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Okay, können wir so machen. Was mich gewundert hat, der wurde da reingeworfen und ich habe gedacht, okay, der ist ein Gefangener. Der scheint ja irgendwie für die zu arbeiten oder so. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel.
Scheiße, ey. Nicht so schnell. Geh nur geduckt. Sei leise. Siehst du die Leiter? Mhm. Bleib nah an der Wand. Techniker, wir gehen mit der Wartung der Maschine. Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl, kommen schon. Ich hoffe, ich bin denen jetzt entkommen, wenn ich weiter wieder schleichen muss. Zum Verstecken, das ist ja nicht so meins. Ja. Simon Mikhailitsch, mit dem Generatorenstück etwas nicht. Das solltest du dir ansehen. Ja, als ob du mir sagen müsstest, was ich zu tun habe. Reparier lieber die Leitung hier. Na los, Bewegung, du alter Sack. Kannst du das leise erledigen? Ich kann es versuchen, aber... Was murmelst du darum? Ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Sie bemerkt dich, wenn das Licht an ist. Schalte die Lampe aus. Tja, und jetzt? Auf geht's! Warte, warte einen Moment. Warte. Das ist doch... Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Hm. Versuch ihn abzulenken. Da liegt etwas Müll herum. Wirf ihn. Da liegt etwas Müll herum. Wo ist denn hier Müll? Ach da. Klasse. Und jetzt werfen. Ich hoffe, die Geräusche lenken ihn ab. Gut gemacht. Auf geht's. Komm. Scheiße, ey. Durch, na los! Ich glaube, da ist Dreck in der Dieses Luft, System versorgt die Kommandozentrale mit Luft. Besonders Gruppen. Viel Glück. Jo, danke Kumpel für deine Hilfe. Scheiße, und da sollte ich jetzt einfach reingehen? Also ich habe auf jeden Fall eine Waffe und ich habe jetzt zwei erledigt. Mein Gott, du lebst! Oh Gott sei Dank. Am besten sie nimmt sich jetzt auch so schnell wie möglich eine Waffe und dann... Es hat die Kugel abgefangen. Das du Miststück! Keine Bewegung. Idioten, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht hier. Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Scheiße. Das ist... Okay, warum verschleiern die das? Hast du das gehört, Atyom? Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Oh mein Gott. Das ist echt krass. Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist. Und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind! Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm. Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen! Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen?
Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Bereit machen, Leute. Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell! Oh, ich hasse Schleichen. Unbefugte sind wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt. Lauft zu diesem Hangar und sobald will, bringe ich euch hier raus. Die kennen mich, also kann warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei vorsichtig. Also eins hasse ich ja immer, Schleichspiele, also wenn man sich verstecken muss. Und sobald man einmal kurz gesehen wird, wird gleich geschossen und man hat die Arschkarte. Ich hoffe, das läuft jetzt so ein bisschen automatisiert ab. So vom klassischen Ego-Shooter habe ich ja kein Problem. Aber... Genau, das ist jetzt genau mein Problem hier, was ich habe. Dieses Schleichen und Verstecken, ey, das hasse ich dermaßen. Naja, aber vielleicht wird's ja gar nicht so schlimm. Ich geb dir von oben Deckung. Ja, ich kann ja nicht schießen. Wenn ich schieße, verrate ich mich ja. Drück mir mal die Daumen, dass wir hier lang kommen. Ohne gesehen zu werden. Zeigt dir hier was an, aber was war das? Okay. Jetzt können wir mal schauen. Ich muss echt. Abwarten, bis die ihre Schüsse abgefeuert haben. Boah. Einer weniger. So, nachladen nicht vergessen. Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Ich wechsle die Stellung, Artyom. Unbefugte unterwegs kann meine Frau mir noch ein bisschen helfen. Zivilpersonal hat bis auf weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Achtung, das Türsystem wird wieder hochgefahren. Der Hangar ist gleich da vorne. Wir könnten es schaffen. Ein Sofa. Jawohl. Alles klar, platt. Nachladen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier raus sind. Gute Arbeit, Artyom. Wir sind drin. Kannst die Maske abnehmen, Artyom? Jetzt müssen wir Jermak finden.
Ja, aber wie nehme ich die Maske ab? Das ist eine gute Frage. Neue Notiz. An das gesamte Personal der Spezialwache des Projekt Schild. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen. Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Okay. Können wir das Licht anmachen? Licht ausmachen? Wie so ein Nazi-Zug. Atjom, die haben Yamak. Wir müssen näher ran. Ich lenke sie ab, während du näher rangehst. Dann kannst du den Alten befreien. Atjom, du musst die Leiter vor uns hinunterklettern. Sei aber vorsichtig. Die Leiter vor uns, das ist das, was ich meine. Ich sehe doch schon wieder nichts. Ach, da ist eine Leiter, okay. Die Leiter runter, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Ja, hier rechts ist es ziemlich hell. Gehen wir mal hier lang, hier ist dunkler. Gruppe B, Patrouille in Hof- und Generatorraum fortsetzen. Gruppe A, Windturbinenzone überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Verdammt, wie viele Wachen haben Sie denn? Hier mindestens noch eine weitere Woche bleiben. Dabei bin ich schon lieber einen Monat hier und ich fühle mich echt beschissen. Auf jeden Fall ist es hier erstmal dunkel. Ich kann aber auch die Taschenlampe auch nicht anmachen. Ich würde aber gerne ein bisschen was sehen, aber... Tja, wir gehen hier jetzt einfach mal lang. In der Hoffnung, dass es so richtig ist. Generatorraum verlegen. Aha, sei da ganz vorsichtig. Zur Abwechslung brauchst du mal nicht den Helden geben. Lass uns warten, bis sie weggehen. Okay. Lass uns warten, bis sie weg sind. Scheine weg zu sein. Ich denke, die wollten abhauen, wollten weg sein. Gibt's da nicht.
Sie sagt, ja, warten wir, bis sie weg sind. Ja, toll. Wenn die aber noch da sind, um auf uns zu schießen, ist das ja für den Arsch. Naja, vielleicht war das auch nur noch einer. Oder? Jetzt sind ja... Lauf zu Yamak! Jetzt ein Sprint zu Yamak, Atjom! Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Haben wir ihn auf jeden Fall gerettet. Er hat uns ja auch geholfen. Danke. In Ordnung. Wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Auf jeden Fall haben wir eine taffe Frau. Sie müsste jetzt bereit sein. Geht da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Und seid bitte vorsichtig. Sonst ist ganz schnell die ganze Basis hinter uns her. Okay. Noch mehr Wachen, schnappt sie dir! Also eine Frau hat schon geklärt. Ich bin da lieber ein bisschen vorsichtiger. Na ja, komm. Ja, platt. Okay. Los, Atjom, wir haben keine Zeit. Super, das haben wir geklärt. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Alter. Alter. Alter, was geht denn jetzt ab? Spring die Hütte da in die Luft? Boah, scheiße. Das war heftig. Alles klar? Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie zu erreichen. Die gehen ja ganz schön ab hier. Nicht hier was drehen, ne. Also ich muss sagen, meine Frau trifft besser. Mal nachladen hier. Ja, ich bin ja schon da. Lass uns das gemeinsam machen. Thank you.
Masken auf. Die Dichtungen könnten beschädigt sein. Alter, der hat Blut an der Maske. Wir haben es geschafft. Ja, super. Ich hätte, also, ohne meine Frau wäre ich da wirklich nicht rausgekommen. Ei. Heftig. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft, was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat. Sie es nicht. Der Oberst wird Ihnen was wussten. Scheiße, haben sie uns doch erwischt. Wir haben hier ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Helft uns! Anna, was zum Teufel? Tjom! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt zu Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mechkerle haben auf Aktion geschossen, sie! Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Oh, ich könnte ja kotzen, der Vater steckt da auch mit drin. Warum wird die Tatsache, was für ein Arschloch, dass sich nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, da sind Menschen aus anderen Städten, tot, alle Mann die Klappe Frauen, halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zu 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Also gut, Spartaner, werft die da über Bord. Wieder Spartaner. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wir haben nochmal ein riesen Glück gehabt, da wirklich. Wir wären da nie rausgekommen. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen. Tja, da kannst du mal sehen, was du für einen schlauen Mann hast. Mann, Mann, Mann. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Die gesamte... Alter, da sind nochmal mega viele Krähen. Alter, Scheiße. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Alter, Scheiße. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Wie soll man da wieder rauskommen? Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es deine Schuld sein? Du hast alles gewusst und... Scheiße! Das war die letzte Warnung! Halten Sie sofort die Lok an! Oh Mist! Bist du Scheiße, er wurde getroffen. Nur ein Kratzer! Okay. Wir halten an! Ich muss davor warnen! Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand! Ja, bleib's ab! Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Ah, endlich etwas Ballung! Jetzt bis zum Hals weiter brennen! Granaten werden ihren Lack kaum ankratzen, also? Wie wäre es mit einem Angriff von Ihnen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen! Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Och, jetzt bin ich auch noch schuld. Spring rüber, sobald wir langsamer sind. Ich werde sie derweil ablenken. Sind Sie das, Jakob?
Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Hier schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht. Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Sprinttour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten. Alter, und das soll ich überleben hier? Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Das ist so spannend, dass mir echt die Sprache verschlägt. Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei ausgeschaltet. Ich glaube, wir müssen in die Richtung hier. Schießt die denn jetzt hier? Ich sehe gar keinen. Achso, das sind meine eigenen Leute hier. Ich muss jetzt hier Rambo spielen und einmal durchlaufen. Klar. Er springt freiwillig, okay, das ist gut. Prima, ja, das müssten wir schaffen. Jo. Oh nein. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, wir entgleisen deswegen nicht. Nee. Das war aber knapp. Alter Schwede. Mann, 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 die Story geht ganz schön ab. Nicht nur Verräter,
sondern auch noch waschechte Saboteure. Ja. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Wem das Video gefallen hat, der lässt mir den Daumen da, abonniert den Kanal und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen bis zum Ende und es wird auf jeden Fall viele Folgen geben. Aber das ist schon ein beeindruckendes Spiel. Man kann auch gar nicht so viel erzählen, weil man halt so in der Story drin ist und wenn man was sagt, wahrscheinlich immer nur das Falsche. Ja, in diesem Sinne, bis zum zweiten Teil. Euer Just20.